Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Allbarmherzigen, fangen wir an und Frieden und Segen so auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. O Allah, wir bitten dich um Wissen und Wissen, was nützlich ist, und lass es uns nützlich sein. Amin. Wir sind mit dem Buch, einem Auszug aus dem Gesamtwerk Al-Muwatta Imam Malik, der geebnete Pfad von Imam Malik, Buch des Fastens, Kapitel 18. Und im letzten Unterricht haben wir den Vorwort gelesen und jetzt sind wir beim Buch des Fastens, erste Kapitel. Was über die Sichtung des Neumondes zu Beginn und zum Ende des Ramadan gesagt wurde. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. Yahya berichtete mir von Malik, von Nafi', von Abdullah ibn Umar, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, den Ramadan erwähnte und sagte, beginnt nicht mit dem Fasten, bevor ihr den Neumond seht und beendet euer Fasten am Ende des Ramadan nicht, bevor ihr ihn wieder seht. Wenn die Sichtung nicht möglich ist, mit anderen Worten, also wortwörtlich, euch verdeckt ist, dann schätzt die Zeit dafür. Dieser Hadith ist, glaube ich, sehr klar. Falls ihr trotzdem Fragen habt, könnt ihr fragen. Im nächsten Hadith, وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. Und berichtet wurde mir von Malik, von Abdullah ibn Umar, von Abdullah ibn Umar. Und berichtet wurde mir von Malik, von Abdullah ibn Dinar, von Abdullah ibn Umar, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, der Mond oder Mondmonat hat 29 Nächte. Also im Hadith wird nur 29 gesagt und man versteht 29 Nächte. So beginnt das Fasten nicht, bis ihr ihn den Neumonat seht und beendet euer Fasten am Ende des Ramadan nicht, bevor ihr ihn seht. Wenn die Sichtung nicht möglich ist, dann schätzt die Zeit dafür. Und in anderen Hadithen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar mit seinen Händen gezeigt. Also 10 Mal oder seine 10 Fingern und 3 Mal sie bewegt. Damit man sagen konnte, damit er sagen wollte, 30. Und bei einem anderen, also als er 29 sagen wollte, hat er seinen Daumen eben geschlossen. Im nächsten Hadith, وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. Und berichtet wurde mir von Malik, von ثور بن زيد الديلي, von Abdullah ibn Abbas, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, den Ramadan erwähnte und sagte, fangt nicht mit dem Fasten an, bevor ihr den Neumond seht und beendet euer Fasten am Ende des Ramadan nicht, bevor ihr ihn seht. Wenn die Sichtung nicht möglich ist, so vollendet die 30 Tage. Im letzten Hadith müssen wir ein bisschen aufpassen oder viel achten, weil sehr viele Ahkam, sehr viele Urteile hier stehen und das ein bisschen durcheinander kommen kann. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. قال ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون على
أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيامه ويطيم صيام يومه، ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. Jetzt auf Deutsch. Und berichtet wurde mir von Malik, dass er hörte, dass einmal zur Zeit von Uthman ibn Affan der Neumond am Nachmittag gesehen wurde. Jetzt hier wurde Al-Ashi Nachmittag übersetzt. Wenn man im Arabisch ein bisschen nachguckt, dann ist Ashi eigentlich von Zawal al-Shams bis zum Maghrib. Also vom Zawal bedeutet, wenn die Sonne in der Mitte des Himmels schon ist und sich jetzt zum Westen bewegt. Das ist Zawal. Bis Ghurub al-Shams, also bis zum Sonnenuntergang. Das bedeutet so zwischen Zuhr und Maghrib. Der Neumond am Nachmittag gesehen wurde und Osman sein Fasten nicht brach, bis der Abend gekommen und die Sonne untergegangen war. Jetzt, das ist hier eins. Jetzt versuchen wir das so zu trennen, damit wir das verstehen können oder einteilen. Yahya sagte dazu, dass er Malik sagen hörte, dass jemand, der alleine ist und den Neumond des Ramadan sieht, jetzt achtet, also dass er eben als Frevler eingestuft ist oder dass er als Frevler gesehen wird oder durch eine Tat, durch eine Frevelung oder aus irgendeinem anderen Grund nicht akzeptiert worden ist, so muss diese Person selbst fasten. Denn im Neumond des wenn er allein ist, bricht er nicht, sondern fastet mit. Wenn er allein ist, bricht das Fasten nicht, weil die Leute die Zulässigkeit von jemandem anzweifeln, der sein Fasten bricht. Natürlich gibt es hier noch andere Beweise, warum man nicht brechen soll. Weil die Leute die Zuverlässigkeit von jemandem anzweifeln, der den Fasten bricht. Solche Leute sollen, wenn sie den Neumond sehen, sagen: Wir haben den Neumond gesehen. Wer tagsüber den Neumond von Shawwal erblickt, soll das Fasten nicht brechen, sondern für den Rest des Tages weiter fasten. Denn tatsächlich ist der Neumond, der in der Nacht erscheint, also von der Nacht, die noch kommen wird. Yahya sagte weiter, dass er hörte, wie Malik sagte: Wenn die Menschen am Tag des Al-Fitr fasten, weil sie denken, es sei noch Ramadan, und ihnen dann eindeutige Beweise dafür vorliegen, dass der Neumond des Ramadan einen Tag vor Beginn des Fastens gesehen wurde und dass sie nun den 31. Tag dieses Monats erleben, was natürlich nicht möglich ist, weil der Monat entweder 29 oder 30 Tage hat, dann sollten sie an diesem Tag das Fasten brechen. Wann immer ihnen diese Nachricht zukommt, sie beten allerdings nicht das Eidgebet, wenn sie die Nachricht erreicht hat, nachdem die Sonne begonnen hat, unterzugehen. Und das ist eben hier die genaue Übersetzung von Zawal al-Shams. Begonnen hat, unterzugehen. Und das ist eben von Zuhr. Und hier bleiben wir inshallah stehen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana. عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.